Ja. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. Bis dann. Tschüss. So. Ja, mich hat gerade Brian angerufen. Das ist der Wertbesitzer, beziehungsweise der Bruder von dem Frankie, dem der Hof gehört. Frankie ist unterwegs. Aber ich darf auf den Hof mir eben seinen Schlepper holen und den Tiefenlockerer. Ich soll das Feld für ihn mal eben umgraben, damit er das neu ansehen kann. Ja, dann fahren wir mal hin, ne? Kurz RP off, ich musste eben das Moped wechseln, weil das Flüstermoped war ja gar nicht zu gebrauchen. Hier haben wir wenigstens ein bisschen Sound. So. Aber ich muss mal eben. Mit 60 wollen wir hier nicht durch die Gegend heizen. Eben die Geschwindigkeit anpassen. So. Jo, fahren wir mal eben hin. Und dann machen wir das doch mal für ihn. So. Das Feld soll direkt am Anfang sein. Wenn man reinkommt, rechts, dann gucken wir mal, ob wir das direkt finden. Müsste ja dann das hier sein, ne? Ja, das sieht so aus, als wenn das Arbeit gebrauchen könnte. Tuckern wir mal schnell rein. Ah, ich finde das so toll hier. Mal gucken, ob wir das heute noch hinkriegen. Ist ja schon 16 Uhr. Eigentlich überhaupt keine Zeit mehr zum Arbeiten. Eigentlich ist das ja schon hier Karibikbierchenzeit. So, schauen wir mal. Ah, okay, ich sehe schon. Stellen wir das Moped mal hier ab. So, da steht der Schlepper. Schlüssel soll stecken. Das scheint hier mehr oder weniger allgemeingut zu sein. Schlüssel stecken immer, habe ich mir gehört, sagen lassen. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ah, einen guten alten Fiat. Gar nicht mal so klein. Oh, hat auf jeden Fall schon mal Kraft. Ich glaube, das ist das größte Fahrzeug hier auf der Insel. Naja, neben dem Drescher vielleicht, der auch schon in die Jahre gekommen ist. Naja, gut. Hier kann man halt keinen 900er Fendt erwarten. Wir sind halt in der Karibik, ne? So, dann tun wir das mal für ihn. Tun wir ihm mal den Gefallen. Arbeiten wir mal ein bisschen. So, gucken, dass wir keinen überfahren. Fahren wir mal gemütlich aufs Feld. So. Gucken wir mal. Aha. Ja, benötigt Kalk, muss gepflügt werden. Ja, dann pflügen wir das mal. So, wie machen wir das hier am besten? Ah, ist ganz schön unförmig das Feld, aber okay. Fangen wir mal hier an und machen erstmal unten rum. So, legen wir mal los. Aufpassen, dass wir hier nicht gegen die Bäume fahren. Oh, und Steine holen wir direkt mit hoch. Das gefällt mir gar nicht.
Weiß gar nicht, ob wir hier was zum Steine sammeln haben. Wahrscheinlich müssen wir die mit der Hand auflesen. Ah ja. Oder wir lassen es einfach liegen. Es geht im Zweifel auch. So, einmal durch die Blümchen. Oh, es sind hartnäckige Blümchen. Bleiben doch glatt stehen. Baum. Da bleibe ich doch bestimmt hängen, oder? Ah, es geht. Ein bisschen vorsichtig. Hier laufen ja Leute rum. Die wollen wir ja nicht aus Versehen ummähen. Oder mit Unterflügen. Wobei das wahrscheinlich dann direkt mit gedüngt wäre. Oh, ich muss sagen, der zieht ganz gut, der Traktor. Meine Güte. Kann man nicht meckern. Jo, jo, jo. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas.
So, da haben wir es geschafft. Ah, ging ja doch schneller als erwartet. Schön sieht's aus. Na, das mit den Steinen ist nicht ganz so hübsch, aber gut. Was soll's? Kommen wir halt nicht drum rum, ne? So, ach, gucke mal, einen Bolzplatz haben sie auch. Ist ja nett. So. Ups. Die laufen aber komisch hier. Hallo? Wir wollen euch doch nicht überfahren hier. So. Der Mais sieht auch überreif aus, der da steht. Oh, so ein kleines Tuk-Tuk, auch nicht schlecht. Ach ja, oh, ich glaube, ich werde mir gleich erstmal ein Bierchen gönnen hier nach getaner Arbeit. Oh, hier muss unbedingt mal hier die ganzen Bäumchen müssten hier mal weg. Naja. Ist ja nicht mein Hof. Absetzen. Jo, vorwärts fahren, nicht rückwärts. Stellen wir den mal wieder hier rein. So. Eieieiei. Naja. Ist halt nicht alles so picofein wie jetzt bei uns in Europa oder so. Aber es hat Flair und Charme. Mir gefällt's. So, schauen wir mal. Hier vorne gab es ja leckeres Gösserbier. Ich glaube, davon werden wir uns mal eine Kiste holen. Vielleicht kann man sich ja auch hier hinsetzen. Weiß ich gar nicht. Gibt es hier sowas wie ein Café oder eine Bar oder sowas? Weiß gar nicht, darf man sich. Ach, guck mal, da ist eine Bank. So. Holen wir uns mal eine Kiste und setzen uns einfach hier hin und trinken mal gemütlich ein Bierchen. Oh, gerade keiner da. So, ja, Kiste nehmen. So. An die Kasse. Boah. Zack. Wo ist er? Hallo? Ah, sind Sie der Verkäufer? Ja, hier Kiste Bier, bitte. Ja, alles klar, danke. So, gut, bezahlt. Setzen wir uns hier hin. Und trinken erstmal gemütlich ein Bierchen. Oh, schön. Ja, hier kann man sich's echt gefallen lassen. Hier kann ich es eine Weile aushalten. Ja, das gefällt mir. Schmeckt das lecker. So. Gut, dann packen wir den Rest mal mit. Hoffentlich kriegen wir die Kiste hier irgendwie drauf. Ach, wenn ich die hier zwischen die Beine nehme, wird das schon gehen. So, dann fahren wir mal zurück. Dann können wir mal überlegen, ob wir vielleicht auch mal mit dem Bötchen rausfahren. Ja, Arbeit ist erledigt, kann ich ihn gleich anrufen. Dann dürfte er für heute mit zufrieden sein. Ich weiß gar nicht, wann der wiederkommt. Brian hat jetzt gar nichts gesagt. Ob und wann Frankie wiederkommt. Ja, ob wird wohl nicht die Frage sein, aber wann? Na, wahrscheinlich morgen, nehme ich an. So. Bin auch mal gespannt, wie lange der jetzt noch braucht, um meine
Yacht wieder fit zu machen. Aber ganz ehrlich, so wie ich hier im Moment ist, mir gefällt es hier, da kann sich ruhig Zeit lassen. Da habe ich kein Problem mit. Noch finde ich es hier schick. Oh, ganz viele Sonnenblumen. Eieieiei. Boah. Ja, mit der Kiste Bier hier vorne. Ah, ist das schon schwierig hier. Ja. So. Zack, nehmen wir die Kiste mal runter. Ah, die können wir mal hinten auf die Terrasse stellen. Oh, ich muss ja unbedingt noch das Gestrüpp wegmachen. So, da steht sie ganz gut im Schatten. Ja. Ach komm, wir nehmen die mit. Ah. Dann fahren wir nochmal mit dem Bötchen raus, genießen dort den Sonnenuntergang. Vielleicht können wir auch nochmal das Netz auswerfen. Schauen wir mal. Ja. Ja, zack. So, Kiste Bier untergestellt. Ja, fahren wir mal raus. Ach ja, am Wasser fühle ich mich doch irgendwie am wohlsten. Ist halt so. Na gut. Dann gucke ich mal nach den Fischgründen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.